Hallo ihr Lieben, wir sind inzwischen seit einem Monat hier im wunderschönen Marokko. Wir haben hier einiges gesehen, von wunderschönen Städten, Küstenorten am Meer, Natur und Berge und natürlich die wunderschöne Sahara. Wir zeigen euch hier im Video alle Orte, die für euren Urlaub interessant sein können, also bleibt dran. Wir sind Raimund und Sophie. 2024 haben wir den Job gekündigt, Sachen gepackt und sind los. Wir sind auf Weltreise seit einem Monat. Und haben seitdem zwei Länder bereist. Also folge unserer Reiseenergie, denn Reisen endet nie. Bei den meisten darf natürlich in einem Urlaub das Meer nicht fehlen. Also beginnen wir mit allen Küstenorten. Dazu zählen Tanger, Essaouira, Taghazout, Agadir und Sidi Ifni. Tanger ist eine Stadt im Nordmarokko, direkt an der Grenze zu Spanien. Wir haben dort unsere Reise auch begonnen, dann sind wir mit der Fähre von Spanien übergesetzt. Das heißt, wenn du einen Spanienurlaub machst, könntest du auch eventuell hier einfach einen Tagesausflug nach Tanger machen. Die Stadt hat Küste zu bieten, es ist aber nicht die krasse Badestadt, hat eher viel Kultur und schon richtig marokkanisches Feeling. Da die meisten von Europa aus über Tanger nach Afrika kommen, wird es auch das Tor zu Afrika genannt. Als nächstes folgt Essaouira. Wir waren mit 5 Tagen relativ lange da. Wir müssen aber ehrlich gestehen, der Hype und Essaouira hat uns nicht ganz so gepackt. Essaouira hat einen echt schönen und auch sehr breiten Strand. Man kann sich dort auch im Surfen ausprobieren. Was uns ein bisschen gestört hat, dort geht eigentlich permanent immer ein Wind am Strand, also wirklich ein extremer Wind. So ist es hier auch am Strand, trotz warmen Temperaturen, irgendwie war uns die ganze Zeit so ein bisschen kalt. Mhm. Und der Sand ist die ganze Zeit so rumgeflogen, ja, und ist sehr, sehr störend. Ja, auf jeden Fall. Essaouira wird auch die Künstlerstadt genannt. Also man sieht dort viel, gerade in der Medina, viele Leute, die irgendwie handwerklich tätig sind. Und du siehst auch viele Gemälde und so. Also es hat schon was. Ich glaube, die Festungsanlage, also diese portugiesische Festung, war eines der coolsten Sachen dort, was uns echt auch gut gefallen hat. Und die Klippen waren ganz cool. Es gibt dort auch noch so einen Fischmarkt, der war schon ein bisschen krass, also der ist interessant. Für uns irgendwie schon ein bisschen too much, also es war schon so ein bisschen so, okay, also das ist wirklich, hat krasse Ausmaße, aber es ist trotzdem interessant mal zu sehen. Essaouira ist auch nicht so groß, kann man gut in 1-2 Tagen besichtigen. Viele machen auch nur einen Tagesausflug dorthin. Danach ging es nach Taghazout. Taghazout, muss man sagen, hat es uns angetan, war eine unserer liebsten Städte. Wir haben ja auch ein extra Video dazu, also schau gerne mal in der Videobeschreibung, wenn dich dieser Ort reizt. Denn Taghazout ist ein absolutes Surferdörfchen und hat einen richtig chilligen Vibe. Es gibt dort auch eigentlich gar nicht so krass viele Highlights, aber irgendwie macht es genau das aus. Es gibt einen super schönen Aussichtspunkt, wo man Sunset schauen kann, einen tollen breiten Strand, an dem man auch sehr, sehr gut baden kann. Und wir müssen sagen, für uns einer der schönsten Orte in ganz Marokko. Du kannst dort super gut surfen gehen, es gibt einen Skatepark, es ist einfach sehr, sehr chillig. Also wir hatten eigentlich geplant gehabt, nur 2 Nächte zu bleiben, wir sind viel länger geblieben. Die meisten, die wir dort getroffen haben, haben auch verlängert, das ist nicht ohne Grund. Es hat einfach einen super, mega entspannten Vibe. Also wer einfach ein bisschen abschalten will, der sollte nach Taghazout gehen. Und für die richtigen Surfer vielleicht noch ein kleiner Tipp. Es gibt noch den Ort Imsouane, auf den wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Der liegt so zwischen Essaouira und Taghazout. Der ist bekannt für die längste Welle in Marokko, also ein richtig kleines Surferörtchen. Kannst du dir auch mal genauer anschauen. Die meisten, die nach Taghazout kommen, kommen von Agadir. Damit wären wir beim nächsten Ort. Zu Agadir selbst können wir gar nicht so viel sagen, weil wir Agadir selbst nicht besichtigt haben. Wir sind nur drüber gefahren. Es gibt dort viel Pauschaltourismus, also viele Pauschalhotels. Man muss aber sagen, also dadurch, dass wir in Taghazout waren und es nicht weit von Agadir ist, können wir uns vorstellen, dass die Strände dort wahrscheinlich auch ziemlich schön sind. Du hast dort natürlich eine gute touristische Infrastruktur, also viele schöne Strandrestaurants etc. Und den direkten Flughafen, wo auch genau, von Deutschland angeflogen wird. Du kannst direkt dorthin fliegen. Und wenn du einfach einen Badeurlaub machen willst mit schönen Stränden, gutem Wetter, dann ist Agadir sicherlich was für dich. Vielleicht mit einem kleinen Tagesausflug nach Taghazout. Würden wir auf jeden Fall empfehlen. Vollständigkeitshalber wollen wir auf jeden Fall noch Sidi Ifni erwähnen. Wir hatten das eigentlich am Anfang auf unserer Route geplant gehabt. Sidi Ifni ist ein ganz, ganz kleines Fischerdorf. Ein bisschen von südlich von Agadir oder ein ordentliches Stück südlich von Agadir und gilt auch so ein bisschen als das Tor zur Sahara, mehr oder weniger.
Es liegt an der Küste, super, super klein und soll wirklich, wirklich schöne, wirklich sehr schöne Strände haben. Und wir waren auch so coole Felsbögen, die sich dann irgendwie darüber ziehen, dass wenn Ebbe ist, kann man durch diese Felsen durchlaufen mit viel Sand. Also schon irgendwie auch ganz cool, eher so ein, ich würde sagen, vielleicht doch ein bisschen eher der Abenteurer-Tipp für kleine Strandorte. Hier gibt es jetzt für uns noch eine wichtige Sache zu erwähnen. Nicht, dass du nachher enttäuscht bist. Man muss sagen, das Meer in Marokko ist wilder, als man sich vielleicht vorstellt. Es ist Ozean, es ist sehr wellig, auch sehr kalt von der Wassertemperatur. Das heißt, auch alle Orte an der Küste sind auch deutlich kälter als die im Inland. Also es ist zwar für Badeurlaub geeignet, aber man darf jetzt keinen Karibikstrand erwarten oder vielleicht so einen Strand wie jetzt in Griechenland oder Seychellen. Ja, man merkt einfach, es liegt an der Atlantikküste und dadurch, dass durch die teilweise relativ hohen Wellen wird das Wasser halt ständig aufgewirbelt. Deshalb hat das Wasser jetzt auch nicht so diese kristallklare blaue Farbe. Also das wirst du hier wahrscheinlich nicht sehen. Also wir haben es nicht gesehen. Genau, aber Sandstrand ist meistens vorhanden. Es ist kein Kiesstrand oder Steinstrand. Damit hätten wir jetzt die relativ klassischen Badeorte oder Küstenorte alle einmal aufgezeigt. Als nächstes würden wir gerne über die Städte reden, die zumeist eher ein bisschen im Inland sind. Also die typischen Sightseeing-Städte, sage ich jetzt mal, wo es mehr Kultur gibt, mehr klassische Sehenswürdigkeiten zu sehen. Und das wären zum einen Rabat, Chefchaouen, Meknes, Fes und Marrakesch. Rabat ist tatsächlich die einzige von diesen Städten, die sogar wirklich noch an der Küste liegt. Also es ist eigentlich eher so ein Mischding, weil man könnte theoretisch gesehen ja auch am Strand gehen. Wir waren dort auch am Strand, ist auch relativ schön, ist aber nicht unbedingt dafür bekannt. Allgemein kann man sagen, dass Rabat kein klassisches Touristenziel ist. Also dazu haben wir ein separates Video gemacht, weil Rabat hat uns persönlich, also wir fanden die Stadt total underrated. Sie hat uns mega umgehauen. Es ist halt einfach, es ist die Hauptstadt von Marokko und ist so die modernste Stadt in Marokko. Also von allen Städten, die wir gesehen haben, ganz super klar. Super moderne Gebäude, eine sehr neue Medina. Und was, glaube ich, unser Highlight war einfach das Feeling, dass man einfach überhaupt nicht viel angequatscht wird. Also es sind schon ein paar Touristen da, aber man kann da durch die Medina schlendern und es stört einen keiner. Und das ist halt in anderen Städten manchmal absolut nicht so. Also irgendwie ein sehr entspannter Vibe für eine größere Stadt. Ja. Was man auch sagen muss, es gibt dort auch viel zu sehen, also jetzt rein von Sightseeing-Aspekten. Also da gibt es einen ziemlich imposanten Turm, den Hassan-Turm oder auch den Mohammed-Tower, den man von weiter weg sehen kann. Und aber wir müssen sagen, dass Rabat auch relativ günstig war. Also gerade wenn wir es jetzt mit anderen Großstädten in Marokko vergleichen, haben wir das Gefühl gehabt, dass wir dort und auch für viele Sehenswürdigkeiten gar nichts bezahlen mussten. Chefchaouen ist ein kleiner Ort mitten im Gebirge, der tatsächlich durch Instagram bekannt wurde. Denn Chefchaouen wird auch die blaue Stadt genannt. Es ist nicht allzu groß und die ganzen Fassaden sind in so weiß-blau gehalten. Fast schon so ein bisschen wie in Griechenland hier, Santorini. Und dieses Blau ist auch ganz, ganz stark und hat wirklich eine krasse Ausdruck so. Ja, also ist schon sehr beeindruckend, wenn man sieht, muss man ehrlich sagen. Viele Wände sind wirklich ein absolutes Postkartenmotiv. Also natürlich hier auch gerade eben, warum ist es durch Instagram bekannt geworden? Natürlich ist es perfekt zum Fotos machen. Die Medina an sich ist gar nicht so groß. Es gibt dort noch einen schönen Aussichtspunkt auf die Stadt. Und ja, und eigentlich reichen dort aber auch ein, zwei Tage. Wird auch gerne als Tagesausflug angeboten. Ja, wir waren 5 Tage tatsächlich da und man muss aber ehrlich sagen, das hätte nicht gebraucht. Also dafür ist das Dorf einfach zu klein. Wir hätten auch deutlich kürzer dort sein können. Also ihr seht schon, Marokko hat einiges zu bieten. Gleich gibt es noch mehr. Davor solltet ihr aber mal unseren Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und Daumen nach oben! Wenn ihr diese wunderschöne Aussicht haben wollt, dann müsst ihr nach Fes kommen. Fes liegt auch im Zentrum vom Land und ist einzigartig, wenn es ums Thema Skyline geht. Also Fes liegt so ein bisschen auf dem Berg und dadurch hat man hier einige Punkte, wo man einfach eine wunderschöne Aussicht auf die ganze Stadt hat. Hier gibt es Gerbereien zu besichtigen, es gibt Moscheen, es gibt eine Koranschule, man kann hier klassisches Sightseeing machen. Und die Medina ist auch selbst so ein bisschen besonders, weil A,
gibt es hier in der Medina auch noch eine tatsächliche, eine richtige Altstadt, so in dem Sinn, wo die Leute einfach wohnen, ohne dass es voll mit Souvenirläden etc. vollgeklatscht ist. Also man kann hier wirklich durch einige Gänge laufen, ohne dass man jetzt irgendwie, also man kann sich hier wirklich verlaufen. Ist uns sogar ein paar Mal passiert. Checkt fest auf jeden Fall aus. Ist wirklich eine interessante, tolle Großstadt. Und auch ein bisschen weniger dieses angelabert werden im Verhältnis, außer sobald es dunkel wird. Da wird man die ganze Zeit angelabert. Von allen Seiten angelabert und ja. Nicht allzu weit weg von Fes liegt Meknes. Meknes wird auch so ein bisschen als das kleinere Fes bezeichnet, soll einen ähnlichen Vibe haben. Wir waren dort nicht, wir sind wieder nur einmal durchgefahren mit dem Bus, aber eigentlich auch einer der Königsstädte, also eventuell gerade für einen Roadtrip mit dem Auto auch eine gute Option als Zwischenhalt. Dann natürlich die bekannteste Stadt hier in Marokko, Marrakesch. Marrakesch hat schon was Besonderes, muss man wirklich sagen. Und für mich ist es so ein bisschen das Bangkok von Marokko. Es ist total wuselig, es zieht sich so auseinander. Die Medina ist irgendwie, als würde sie nie enden. Und es gibt dann auch ein paar Sachen, die echt ein bisschen weird sind. Aber es ist halt einfach so ein chaotischer Flair, dass es irgendwie auch schon wieder richtig cool ist. Dazu gibt es auch ein extra Video, also das müsst ihr echt mal anschauen, weil Marrakesch, das sollte man schon nicht auslassen, auf keinen Fall. Gerade auf dem Hauptplatz, wenn man da die Gaukler sieht am Abend, also das, ich glaube, das werden wir nie vergessen. Das ist so, gerade dieser Platz, das brennt sich ins Gedächtnis. Also Marrakesch auf gar keinen Fall verpassen. Für alle, die nicht nur den ganzen Tag am Strand liegen möchten, sondern auch zwischendrin etwas erleben wollen, für die gibt es die Orte Imlil, Ait Ben Haddou, natürlich die Sahara und die Tundra-Schlucht oder auch Dadis-Schlucht. Zu diesen ganzen Orten kann man schon mal sagen, da ist Marrakesch eine gute Ausgangsposition, um diese Ziele zu erreichen. Beginnen wir mit Imlil. In Imlil selbst waren wir leider nicht. Wir hatten es eigentlich geplant gehabt. Das Problem war nur, ich hatte ziemliche Fußschmerzen die Tage davor, sodass wir Imlil tatsächlich geskippt haben. Für was ist Imlil bekannt? Imlil liegt im Hohen Atlas und ist vor allem fürs Wandern bekannt. Also man kann dort den höchsten Berg Nordafrikas besteigen, also den Mount Toubkal, glaube ich, heißt er. Kann aber auch einfach im Hohen Atlas wandern gehen. Also man muss nicht unbedingt dort eine Bergbesteigung machen. Man kann auch einfach so wandern gehen. Es gibt auch viele so Gruppentouren, die man machen kann, also falls man das nicht alleine machen möchte oder auch von Marrakesch aus, Tagesausflüge sind auch möglich. Es ist dann empfohlen, einen Guide zu nehmen, bitte nicht alleine irgendwo in den Bergen rumlaufen. Die Pfade dort sind teilweise nicht gut ausgeschildert und sich im Atlasgebirge verlaufen, das will glaube ich keiner. Und wer wirklich vorhat, auf seinen Toubkal hochzusteigen, der muss dran denken, auch ein bisschen wärmere Kleidung mitzunehmen, denn dort oben liegt Schnee. Als nächstes kommen wir zu Ait Ben Haddou. Wieso führen wir diesen Ort separat auf? Es ist eigentlich richtig genommen nur eine Sehenswürdigkeit. Aber es ist schon auch sehr, sehr besonders und ist eigentlich für jeden, der Marokko besucht, ein Muss, muss man ehrlich sagen. Es war Filmkulisse für einige, also Kulisse für einige Filme, unter anderem Gladiator, Game of Thrones wurde dort teilweise gedreht, also ich glaube die zweite oder dritte Staffel, ich weiß nicht genau. Und man muss schon sagen, wenn man dort ist, also wir haben es im Rahmen einer Tour gemacht, aber wenn man dort ist, es versprüht schon einen gewissen magischen Vibe. Es sind sehr, sehr gut erhaltene Lehmhäuser. Ja. Sieht wunderschön aus, auf so einer Anhöhe. Ait Ben Haddou hat auch einen Nebenort, wo man auch übernachten kann. Für alle, die irgendwie mit dem Auto von A nach B fahren. Ansonsten eben als Tagesausflug nicht schlecht. Oder mit einer großen Tour auf dem Weg zur Wüste. So haben wir es gemacht. Wenn man dann von Ait Ben Haddou Richtung Wüste weiterfährt, hat man die Möglichkeit, zwei Schluchten zu besichtigen, die wirklich spektakulär sind. Wir haben nur eine von beiden gesehen. Die Namen sind nicht ganz so leicht auszusprechen, deshalb schreiben wir es euch auf jeden Fall rein. Die eine heißt Dadis-Schlucht und die andere Tokda-Schlucht, glaube ich. Kann es nicht richtig aussprechen, sorry. Wir haben nur die zweite gesehen. Dort ist auch ein bisschen eine größere Straße, wo auch Busse durchfahren können. Und in die Dadis-Schlucht fahren die Busse meistens nicht rein, weil die ein bisschen schmaler ist. Das sind eher so für die Roadtrip-Abenteurer, ist das eine Schlucht, die geeignet ist, weil man dann mit dem Auto auch durchfahren kann. Ist sehr spektakulär zu sehen, also wenn diese Felswände von oben bzw. von unten so wirklich emporschießen, anders kann man es nicht sagen. Ich muss ehrlich sagen, als wir hingekommen sind, habe ich zuerst gedacht, klassische
spooky Sightseeing-Sache. Aber ich war dann doch schon sehr beeindruckt. Also, obwohl wir schon die ein oder anderen Klippen oder Felswände gesehen haben, war schon was sehr Besonderes. Also sollte man nicht verpassen. Dann kommen wir natürlich zu dem Highlight hier in Marokko. Die Wüste. Ich denke, jeder, der in Marokko ist, hat die Wüste irgendwie auch als Ziel. Das kann man entweder über geführte Touren machen von Marrakesch aus oder als Roadtrip über zum Beispiel Ben Ait Haddou und die Schlucht bis zur Wüste. Der Ausgangsort für die ganzen Wüstentouren heißt Merzouga. Das ist ein kleiner Ort, richtiger Wüstenfelder, also überhaupt nicht viel los. Hat zwar eine gute touristische Infrastruktur mit Unterkünften und Restaurants, aber Leute, da war einfach nichts. Niemand auf der Straße groß. Super verschlafen. Super verschlafen. Der Sand, der ist auch noch so ein bisschen auf den Straßen. Und im Hintergrund die wunderschönen Sanddünen. Wir haben es mit einer Tour gemacht, von Marrakesch aus geführt. Dazu haben wir auch ein eigenes Video, könnt ihr gerne auschecken. Aber wir müssen wirklich sagen, also die Sanddünen, wenn man das erste Mal dort ankommt. Also wir sind dann mit dem Auto im Prinzip in Merzouga angekommen, sind dann mit einem Guide so ein bisschen durch die Wüste gewandert, so eineinhalb Stunden. Der Rest der Gruppe ist auf Dromedaren geritten. Wir persönlich wollten das nicht. Da gehen wir jetzt auch gar nicht näher drauf ein, aber natürlich ist das für viele auch immer so, was möchte man gerne machen. Und ja, dann kann man so Wüstencamps reiten, so Zelte mitten in der Wüste. Die sind gar nicht so klein und da kann man mitten in der Wüste auch übernachten. Und zwischen den Sanddünen, es ist echt magisch. Es ist so eine Umgebung, das ist ein Bucketlist-Moment, Once-in-Lifetime-Moment, man kann es nicht anders sagen. Und auch wenn man denkt, boah, ja, habe ich ja schon 10.000 Mal auf Bildern gesehen und so. Wenn man da steht in dieser Landschaft, also uns hat es total gepackt. Ja. Also für uns, ganz klar, muss man gemacht haben. Fassen wir schlussendlich zusammen. Wir würden, wenn wir jetzt zum Beispiel weniger Zeit hätten, würden wir ganz klar sagen, es gab auf jeden Fall Highlights auf der Reise, die wir weiterempfehlen würden. Wenn man zum Beispiel 2 Wochen Zeit hat, vielleicht für einen Urlaub, würden wir persönlich sagen, man sollte auf jeden Fall Tagazout mitnehmen. Einfach mal ein bisschen, vielleicht gerade am Anfang, am Strand ankommen, Surf-Vibe, chillig. Wasser, einfach diesen Vibe mitnehmen. Von dort aus dann Richtung Marokko weiterziehen, Richtung Marrakesch weiterziehen. Einfach um ein bisschen auch die Kultur so mitzunehmen, das Wuselige, die Souks, die Medina. Einfach das Ganze, was so Marokko, wie man sich es vorstellt, ausmacht. Kriegt man alles in Marrakesch auf jeden Fall. Und von dort aus dann weiter Richtung Wüste. Ob man jetzt sagt, man macht einen Roadtrip mit dem Auto oder man macht das organisiert, kann man im Endeffekt selber entscheiden. Muss man Vor- und Nachteile abwägen. Aber das sind so die 3 Sachen. Also Tagazout, Marrakesch und Merzouga, also die Wüste. Die 3 Sachen, die muss man unbedingt gesehen haben, wenn man hier in Marokko war. Weil dieses Land ist wirklich unglaublich. Und natürlich kann man noch viel, viel mehr sehen, das ist ganz klar. Ich meine, wir haben noch viel mehr gesehen. Dieses Land ist super leicht zu bereisen. Man kommt super gut von Deutschland aus hin. Und man ist innerhalb von 3-4 Stunden Flug in einer komplett anderen Welt. Es ist ein anderer Kontinent und das fühlt man. Und es ist anderes Essen, anderer Flair. Und für uns auf jeden Fall ein Urlaub wert. Wenn ihr euch jetzt weiter noch für Marokko interessiert, wir haben noch viele spannende Videos zu Marokko gemacht und geplant. Schaut in die Playlist, abonniert unseren Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt vielleicht einen Daumen nach oben. Das hilft unserem Algorithmus. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Hallo, ihr Lieben. Sorry, ich kann die Augen nicht aufmachen. Beginnen wir mit Tangier. Tangier? Beginnen wir mit Tangier. Yeah. Kannst du dir davor überlegen, was du sagst, bevor du es 3-mal machst? Danke. Tangier war unser Startpunkt hier in Marokko. Ja, ich merk's. Du hängst total fest. Den letzten Satz nochmal machen, das waren 3 Sprachfehler drin. Ben ist ein kleiner Ort mitten im Gebirge. Auf den Imlil hochzusteigen. Nein, der Berg heißt nicht Imlil. Wie heißt der? Tukal.